So, hallo, der Herbert ist wieder hier. Heute ist Montag, der 17.06.2024. Wir haben es jetzt 15.13 Uhr, 15.14 Uhr und wir haben die KW 25. Ja, ganz genau. Und das ist jetzt wieder ein neues Video, ein separates Video, weil gerade eben habe ich heute nur für YouTube ein Video gemacht, wo mir sagen will, ich habe Urheberrechte verletzt. Nein, ich verletze keine Urheberrechte, weil ich freie Texte sprechen tue, die stammen nur und nur von mir und sonst von niemand. Aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Was jetzt nicht zur Debatte ist, heute ist ja wieder so ein seltsamer Montag und das Wetter, ja, vielleicht wird es jetzt langsam, aber sicher Sommer und sommerlich, denn heute haben wir so 25, 26 Grad, 27 Grad, wir haben ja jetzt auch Nachmittag 15 Uhr, aber trotzdem, die Wolken sind da und der Wetterbericht sagt ja auch die ganze Woche, die ganze letzte Woche und heute sagt er das auch in alle Nachrichten drin, vom Morgenmagazin bis zum Mittagsmagazin im ARD und ZDF, also nicht die Boulevard, so, damit das klargestellt ist. ARD und ZDF schaue ich und sind meine Sender. Weil ich will jetzt den privaten Sender und den Boulevard-Sender nichts unterstellen. Warum? Auch da sind Berichte teilweise gut und vielleicht sogar auch sehr gut. Kommt jetzt nur darauf an, wie man das sehen will, weil ja, es nehmen auch die öffentlich-rechtlichen Sender und die große Presse, wie zum Beispiel die Süddeutsche oder der Spiegel und der Stern oder sonstige, ja, die nehmen auch von der Bildzeitung oder von ProSieben mal oder RTL auch ja, Aussagen, wo ihr machen tut, wo ihr recherchieren tut, wenn sie gut recherchiert sind. Und jetzt zur Reportage, zur Recherche. So, der Mann stottern. Es ist jetzt schon so, dass man heute in dem ganzen Medienbereich, in der ganzen Medienlandschaft viele Sachen, gerade in Internetmedien, schnell verbreitet, ohne dass man großartig schaut, wer das schreibt und sagt und warum, woher er die Quellen hat. Und nicht hat. Das habe ich auch gerade in YouTube drin gesagt, denn da muss man schon aufpassen, dass da ihr Medien im Internet, was jetzt YouTube und Twitter und Facebook und Instagram angeht und TikTok und wie die Medienlandschaft da alles heißt, weil TikTok steht jetzt nicht ganz umsonst, sage ich jetzt einmal, ein bisschen im Rampenlicht. Ich kann ja jetzt nicht sagen, haben sie das gemacht? Haben sie das nicht gemacht und da meine ich jetzt mal, geben dir Medien und geben dir Sachen raus oder werden die gekauft von China oder von anderen, die wo jetzt einmal da drauf schauen, dass sie Programme bekommen, die wo sie übernehmen können. Und China tut ja das jetzt einmal ganz gern, weil die kauft sie auch in Europa oder China kauft auch in Europa sich mehr und mehr ein, kauft sich in Afrika, in Südafrika mehr und mehr ein und ja, auch sonst, wo sie sich einkaufen können, da tun sie sich einkaufen. Und auch bei uns in Deutschland sind viele Firmen, zum Beispiel KUKA, von China gekauft und die Hamburger Werft, die wollten sie ja ganz haben, aber es ist ihnen gelungen, dass sie davon einen Teil bekommen. Ich weiß nicht, der liegt bei 20% oder bei 30% irgendwie in die Richtung. Jedenfalls, sie haben nicht die Mehrheit bekommen, wo sie bräuchten, dass sie allein bestimmen können. Da geht es, glaube ich, um 51%. Dann könnten sie sogar über die Firmen da allein herrschen, weil sie sagen, pass auf, die Mehrheit gehört uns und die haben wir und da habt ihr nichts mehr zu melden, weil die sortieren das Stück für Stück langsam aus und das, was denen passt und gefällt, das nehmen sie auf und das andere, das schmeißen sie raus. Und so wird das auch immer wieder mehr und mehr passieren, denn die schauen,
dass sie ihre Sachen verkaufen können, so wie es ihnen gerade gefällt, so wie es ihnen gerade passt. Und nicht wie es uns passt, unsere Manager passt oder passen will. Und da gehören auch viele mit dazu. Ich weiß es nicht bei KUKA, was das Management nur zum Sagen hat. Ich weiß es nicht, was die in Hamburg in der Werft da nur zum Sagen haben. Also im Hafengelände, da wo die Korn-Dings sind, wo man das alles einlagern kann. Oder auch bei Autofirmen wie BMW, Mercedes, VW und etc. Ja, weil die wollen nach uns verkaufen und das in große Mengen, in überwiegende Menge, aber selber kaufen von uns, unsere Produkte für sich kaufen. Das ist da schon wieder weitaus geringer und weitaus kleiner. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema, was ich jetzt da so will, weil da müsste ich meine eigene Recherche machen und schauen, wo ich was belegen kann und dass das auch dann gut und sicher und felsenfest belegt ist. Dann kann man da jetzt das auch näher ins Detail reingehen, was ich jetzt nicht will, aber was ich jetzt schon will, ich appelliere ja auch für mich, dass ihr meine Videos anschaut und auch Likes gibt, Follower und Kommentare. Weil das ist schon wichtig für mich, dass ich da ein größeres Publikum bekomme, was ich ja auch will, denn ich tue es ja nicht ganz umsonst und meine Sachen. Leute, nochmal, das ist von mir, da könnt ihr zu mir kommen. Ich habe meine Telefonnummer und ich kann sie euch auch gerne nochmal geben. Wer mich erreichen will, kann mich erreichen. Mobile 0171 741 6361. Wenn ihr jemand vom Ausland anruft, 0049 171 741 6361. Und meine E-Mail ist nach wie vor immer die gleiche, aber klein und zusammenhängend als ein Wort: herberthorntrich@web.de oder herberthorntrich@web.de. So, gibt dann auch noch eine andere E-Mail-Adresse und es gibt auch noch eine Festnetznummer. Wer die will, kann sie haben. Wer will, kann auch meine Adresse bekommen und demnächst dann auch meine neue Adresse. Denn das ist auch jetzt wieder mit der Grund, warum ich jetzt appellieren tue. Und da brauche ich auch eure Likes, eure Kommentare, eure Follower. Und Leute, bitte tut's das. Es ist halt für mich ein bisschen schwierig, dass ich die Leute erreiche, die wo ich brauchen kann und die wo also auch da mir nicht bloß Anhänger sind, Follower sind, sondern auch die, wo mir Tipps geben können. Ich bin jetzt 64 und ich werde am 1. Oktober 65. So, und die, wo jetzt in meinem Alter sind, da sind schon einige Leute dabei, die wo mit dem Computer, mit dem Internet umgehen können oder auch nicht umgehen können und sogar sehr gut umgehen können und sogar noch besser umgehen können wie ich, weil ich kann auch ein bisschen programmieren, ein bisschen. Ich will jetzt JavaScript lernen, weil in JavaScript sind auch in YouTube und in Twitter die Programme, die Account geschrieben, jedenfalls zum großen Teil, weil da sind dann auch Ausnahmen drin. Und ich habe jetzt da das Java-Buch da, das ist jetzt am Samstag kommen, also vergangenen Samstag, heute ist der 17., da war das der 15. mit der Post. Heute habe ich es aber allerdings erst aufgemacht. Es kamen dann auch noch andere Sachen mit der Post und da muss ich jetzt auch noch mal was retour schicken. Liebe Telekom, ich habe jetzt heute das Retour von euch bekommen und das geht die Woche noch an euch raus. Und dann an Ilz in Hamburg, glaube ich, sind die. Da geht es um Lehrgänge, wo man belegen und besetzen kann. Ich habe geschaut bei euch, dass ich da mich informieren kann. Ich wollte aber nicht so ein Band oder so ein Buch da haben oder so eine Broschüre. Hallo, ich schicke das euch zurück.
Ich wollte, dass ihr mich anrufen tut und dass man sich informieren kann über bestimmte Sachen, über bestimmte Vorgänge, was ich machen kann, was ich lernen kann, was ich nicht lernen kann. Und ich wollte Kostenvoranträge. Ich wollte nicht das Broschürenheft da. Weil ich sehe jetzt auch nicht ein, dass ich da so Lehrgänge besetzen tue, weil wenn ich dir mache, ja, dann mache ich dir aber, dann mache ich sie wahrscheinlich über die Volkshochschule VHS. Weil erstmal kann ich da dann jemand direkt fragen. Ich kann euch nicht fragen. Ich kann zwar zwei Computer da hinstellen oder ich kann mit dem Handy im Internet arbeiten und auf meinem PC arbeiten. Aber wenn ich halt mit jemandem fragen kann oder wenn ein Lehrer da ist, dann ist es halt nochmal gleich ganz was anderes, weil zu dem Lehrer kann ich hingehen, kann sagen, hilf mir mal bitte. Und wenn der mir Hausaufgaben gibt, den kann ich fragen, wenn ich spätestens, wenn die nächste VHS-Stunde wieder da ist, kann ich sagen, du, schau mal, was habe ich da gemacht, was haben wir für einen Scheiß gebaut oder wie kann ich das besser machen? Kann ich so alles nicht richtig machen, weil ich habe jetzt da immer wieder geschaut, wo ich was finden kann im Computer, über Google und da auch auf dem Handy in der Suchzeile. Das ist ein oder andere ganz prima und wunderbar. Aber Leute, so schnell wie ihr redet, so schnell kann ich nicht gleichzeitig da arbeiten und das mitschreiben oder auch nicht mitschreiben. Also, ja, das ist schön und recht, aber sag jetzt mal, für mich ist das nichts, weil es gibt Leute, die sind da viel besser drauf, die kennen da vielleicht auch viel mehr Anfänger, weil sie damit auch, ja, vielleicht schneller sind und das schneller überschlagen können. Die Leute gibt es mit Sicherheit. Ich kehre es nicht dazu, ich will das lernen, ich will das können und vor allem das JavaScript können, weil fast alles in JavaScript programmiert wird. Und ja, was ich jetzt noch sagen will, das ist jetzt ganz wichtig, weil ich habe jetzt da ein bisschen geschaut, ich sagte schon, ich habe Bilder von der Wohnung, wie sie ausgeschaut hat, wo ich reinkommen bin. Das war im Februar 2004, das war der 4. Februar, das war am Montag. Da bin ich da reinkommen. Und ich will jetzt nicht sagen, die Wohnung, die war nicht schlecht so. Und ist auch gestrichen worden, geweißelt worden und es war nicht schlecht. Aber es war altes Möbiliar und so ein Dingschrank, so ein eichenfurnierter Schrank da, Wohnzimmerschrank, wie es ja da jetzt wieder in Mode kommt. Da steht nur ein Teil da draußen und uralte Lampen. Und ja, es war auch ein kleines Bett drin. Und es war gebraucht, es war ein gebrauchter alter Teppich, der war ja ungefähr so groß, dass er da so knapp zwei Drittel abdecken konnte in Blau. Den habe ich raus dann, weil er auch ein Ding. Und dann habe ich einen neuen Teppich reingekauft. Ich kann euch ja das einmal fotografieren oder filmen dann nochmal. Ich habe das ja auch schon gemacht. Ich habe eine Couch reingekauft, ich habe Regale reingekauft, ich habe den Schrank da reingekauft, ich habe so ein Boxspringbett da reingekauft. Und jetzt muss ich das alles rausrauben, ich muss das umrauben, weil ich will den blöden Gerichtsvollzieher nicht mehr sehen. Herr Gerichtsvollzieher oder Frau Gerichtsvollzieherin, das heißt nicht, dass ihr blöd seid, das heißt ganz und gar nicht, sondern ich will euch als solches nicht mehr sehen. Und warum? Das brauche ich nicht großartig diskutieren. Der, wo sich damit noch nie befassen musste, der braucht es nicht wissen. Und die, wo sich damit befasst haben, die wissen, wovon ich reden tue. Und die, wo schon ein Gerichtsvollzieher im Haus gehabt haben, die wissen das auch, von was ich da reden tue. Ich bin jetzt da so weit, dass ich das auch weiß. Aber was jetzt den Gerichtsvollzieher in Bezug auf Räumungsklage betrifft, das weiß ich nicht. Und jetzt sage ich euch nochmal eins, und das ist jetzt auch mal so weit, ich nenne jetzt momentan keinen Namen, warum? Ich gehe jetzt zur Verbraucherzentrale Bayern, zum Mieterverein München und zur VdK. Und da nehme ich nur die Fotos mit, die wo ich noch habe. Und da mache ich jetzt die neuen Fotos, die sind ja kein Problem, aber die alten Fotos, wo ich noch habe. So, und dann werde ich mich schlau machen,
was ich machen kann, wie ich reagieren kann, dann da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und was mein Rechtsanwalt betrifft, da sage ich jetzt momentan auch noch keinen Namen, da muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen was, ja, aber er hat nur das gemacht, was er unbedingt machen musste. Für alles andere, sage ich jetzt einmal, hatte er keine Zeit oder keine Lust. Und im Gerichtssaal, wegen der Räumungsklage, da ist er neben mir gesetzt, im Gerichtssaal. Und, naja, hat Däumchen gedreht und hat gemeint, ich soll still sein. Und der Richter, auch mal momentan kein Name, das kommt dann später noch, wenn ich weiß, wie ich reagieren kann. Ein junger Richter. Und ja, man hat schon gemerkt, er wollte Richter sein. Und sich mir gegenüber behaupten. Und der Rechtsanwalt von meiner Vermieterin, na, der hat seine Aufgabe schon gemacht, zumindest mal besser wie der meine. Das heißt also, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und ich sage jetzt nochmal was mit dazu. Ich sage jetzt ganz bewusst nochmal was mit dazu, denn ich habe meiner Vermieterin einen Zusatz, was die Miete betrifft. Sie kriegt die Hauptmiete vom Sozialamt. Und zwar vom ersten Tag an, also vom 4. Februar 2004, Entschuldigung, 4. Februar 2004, hat sie alles bekommen, plus die Kaution. Wir haben aber eine Zusatzklausel vereinbart, weil sie ja mit der Miethöhe nochmal separat Geld brauchte, Geld wollte, das waren 50 Euro. Und die hat sie auch immer bekommen, das ist nachweisbar. Das ist nachweisbar durch die Bank von meinem Bruder, von meiner Mutter, von der Oma. Jetzt lebt nur noch mein Bruder. Und die haben mir da immer wieder Dinge, weil ich konnte mit meiner Situation das nicht so machen, wie ich das wollte. Aber, jetzt sage ich es mal ganz ehrlich, weil ich sage es nicht umsonst, ich will aus dem Hartz IV, aus dem Bürgergeld raus, und ich will eine Arbeit. Es ist wieder ein neues Gesetz da, wo man jetzt in Planung nimmt, weil ja auch nächsten September, im September 25, die neue Bundestagswahl da ist. Und auch von der Union waren schon immer so Flausen. Jetzt kommt die FDP auch noch mit ins Programm und von der SPD sind auch welche dabei. Aber erste Linie Union und FDP. Und ich sage auch wieder noch keine Namen. Ich werde die Namen, so wie ich da bessere Chancen habe und weiß, was ich machen kann. Ich werde den Namen preisgeben. Und dann werden die Leute sehen, wo wir hinkommen. Und wie man das. Aber nochmal, bis zu dem Zeitpunkt werde ich keine Namen nennen. Aber ich sage es euch, liebe Leute, ich möchte eure Unterstützung. Und ich möchte, dass ihr mir Geld gebt, Spenden gebt oder auch, sage ich jetzt einmal, mir vorübergehend leihen tut, bis ich jetzt sagen kann, ja, ich gebe euch dann monatlich wieder das und das zurück, ab dem Zeitpunkt, wo ich keine Sozialhilfe, kein Bürgergeld, kein Hartz IV, ein und dasselbe Scheißdreck, weg habe. Und zwar langfristig weg habe, nicht bloß ein paar Monate oder ein halbes Jahr oder ein Jahr, weil das ist zu kurz. Weil auch jede Bank, und da muss ich jetzt gleich zur Stadtsparkasse auch nochmal, jede Bank könnte, wenn sie wollte, mir da helfen. Denn wichtig ist schon, ich habe mich so anstrengen müssen. Und da haben auch Leute mir geholfen, weil ich habe meine Schulden bezahlt.
Ich habe keine negativen Schufa-Einträge mehr. Und das hat ja 25, 30 Jahre gedauert, bis ich die einwandfrei alle draußen hatte. Alle draußen hatte. Auch wenn sie dann für bestimmte Dinge nicht mehr sichtbar waren. Aber wenn Firmen da angeschrieben haben, die Schufa oder Banken oder Polizei oder auch das Bayernlos da, wo ich am Oktoberfest vertreten habe vor ein paar Jahren, da darfst du dann selber auch keine Lose nicht kaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Das macht jetzt nichts. Und auf der einen Seite ist es gut und auf der anderen Seite ist es blöd, weil im Bayernlos ist es das Gleiche. Und bei den anderen, beim Roten Kreuz und beim Caritas und wie sie alle heißen, ja, okay, dann darfst du halt einmal in der Zeit, wo du drin arbeitest und auch 2 Jahre danach selber keine Lose nicht kaufen. Warum dieses Klausel so ist, steht auf dem anderen Blatt und ist mir auch im Prinzip wurscht. Jetzt kann ich ja wieder die Lose kaufen, Gott sei Dank, und kann die Chance wahrnehmen. Aber nochmal, ich will meine Schulden bezahlen können. Ich muss jetzt die Stadtwerke 260 Euro bezahlen. Ich muss der Telekom mein Mobile und Internet bezahlen, auf Festnetz und auf dem Handy. Das ist Festnetz-Internetvertrag und dieser Mobile-Internetvertrag. Und da ist eben Fernsehen und Radio und was der Kuckuck eben das ganze Zeug alles mit dabei. Das muss ich jetzt auch, weil ich da ins Schleudern kommen bin, auch nochmal bezahlen. Ich muss aber allweil denen hinterher telefonieren. Ich muss der Stadtwerke hinterher telefonieren oder ich muss reingehen in die Emmy-Noether-Straße in München und muss mit denen sagen: Du, pass mal auf, schau mal so und so, weil. Ich hatte schon einmal darin vorübergehend für kurze Zeit, Gott sei Dank für kurze Zeit, kein Strom. Was das heißt, das könnt ihr euch alle vorstellen. Und was das heißt, dass da im Kühlschrank drinnen das Zeug nichts mehr leider kannst und das, was drinnen war, verschimmelt war. Ist ja auch klar, ich war auch nicht immer da, weil ich bin teilweise längere Zeit im Krankenhaus gewesen mit meinen Operationen. Und die Operationen, die muss ich dann schon auch nochmal ansprechen. Habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Und es waren 110 Operationen. Das hat angefangen im 19. Oktober 2007. Ich war 7 Wochen auf Intensivstation und fast 5 Monate, weitere 5 Monate auf der Normalstation. War ein Jahr lang in Ruhe. Dann hat sich das wiederholt. Dazwischendrin musste ich aber immer wieder zur Kontrolle gehen, zum Hausarzt, zum Krankenhaus, da wo. Ist wurscht, auf jeden Fall, das wird kontrolliert. Und weil ja ich von der Arge das Geld gekriegt habe, das haben ja auch die Ärzte, der Doktor im Krankenhaus von den Barmherzigen Brüdern beantragt, dass ich da Rente krieg und so weiter und so fort, weil damit bin ich auch ins Ding reingekommen, in das SGB-12 da, weil das ist trotzdem Hartz IV, das ist trotzdem Sozialhilfe, auch wenn es das SGB-12 da nennt. So, und das ist der gleiche Satz. Und der hat auch dafür gesorgt, der gleiche Doktor hat auch dafür gesorgt, dass ich jetzt meine Rente krieg. Eine Erwerbsminderungsrente. Und weil ich ja die meiste Zeit selbstständig war, ich habe meine Lehre gemacht, 3 Jahre als Bäcker und Konditor. Ich bin dann 2 Jahre auf dem Bau in Thalhausen gewesen und Umgebung. Und dann bin ich im August 1980 nach München rein. Und in München habe ich dann auch immer wieder gearbeitet. Da hat es aber dann angefangen, dass ich im Pressevertrieb dann zunächst einmal selbstständig war. Man sagt auch Scheinselbstständigkeit dazu. Denn ich habe ja, sage jetzt einmal, mich unterordnen müssen, der Firma, dem Chef. Und so ging das auch weiter. Ich warte dann 5 Jahre und dann habe ich kurze Zeit arbeitslos oder bin ich kurze Zeit arbeitslos gewesen. Dann kam ich in eine ganz andere Branche, da war ich auch auf dem Arbeitsamt, aber wir machen das alles Stück für Stück, das machen wir jetzt nicht alles auf einmal, weil ich muss ja jetzt dann auch mal demnächst meinen Lebenslauf wieder neu machen, den werde ich auch da drinnen machen und meine Bewerbung, das werde ich auch da drinnen machen, weil, hallo liebe Leute, da draußen ihr Firmen und Firmenchefs und Management, Personalmanager und Managerinnen,
Management. Ihr habt eure Aufgaben zu machen. Und ja, wenn die Firma sagt, ihr braucht Lebenslauf und Bewerbungen, kommt halt nicht drum rum. Nur, ich sage euch nur mal eins. Ich bin jetzt nicht der Älteste, aber zu meiner Zeit, 1970, 1980, 1990, da bist du halt auch noch, zwar auch wenn es immer langsam weniger wurde und weniger wurde, da bist du halt auch noch zu den Firmen hingegangen und hast gesagt, du, hör mal, wie schaut es denn aus, ich brauche Arbeit. Da ihr Leute braucht ihr Mitarbeiter. Dann hat man zwar auch bei einigen Firmen langsam angefangen und es kamen ja auch dann die Zeitarbeiter mehr und mehr. Ja, dann schreibt man deine Bewerbung, schreibt deinen Lebenslauf. Aber auf der anderen Seite war dann noch, und das wird wahrscheinlich wieder kommen, weil das nach wie vor das Beste ist und bleibt. Je nachdem, wo du arbeiten willst und als was du arbeiten willst. Ja, ein Vierteljahr schauen wir das an. Wann kannst du anfangen? Zum 1. oder zum 15. oder umgekehrt zum 15. oder zum 1. Und dann, ja, machen wir 3 Monate oder 6 Monate oder meinetwegen auch ein ganzes Jahr eine Probezeit. Und der Probezeit, da sieht man dann, ist der Typ gut? Passt der Typ zu uns? Ich kann jetzt auch damit Frauen meinen, aber in erster Linie meine ich jetzt mich, darum sage ich Typ. Weil Typin gibt es ja jetzt, glaube ich, soweit ich weiß noch nicht. Obwohl man gendern tut. Aber das ist trotzdem ein Quatsch. Ich will damit sagen, du gehst in der Firma rein und fragst, und die können nur ja oder nein sagen oder später oder vielleicht später, das können sie auch nur sagen. Und dann, ja, wann fangst du an? Dann kriegst du 1 Monat, 6 Monate, ein Jahr Probezeit. Dann, ja, der passt oder der passt nicht. Sicherlich kann man in der Probezeit auch nochmal sich ein besseres Bild beschaffen oder verschaffen, indem dass man sich anstrengt und danach, naja, jetzt bin ich ja fest angestellt, jetzt ist ja meine Probezeit vorbei. Aber okay, dann kann man auch wieder sagen, du pass auf, entweder tust du und tust du so, wie du vorher in der Probezeit auch gemacht hast, oder du kannst wieder gehen. Dann ist der eben der nächste 15. oder der nächste 1. Auf Wiedersehen. Da hat der Maurer das Loch gemacht, da kannst du wieder rausgehen, so wie du reinkommen bist. Sicherlich wird es das auch immer wieder geben, weil die Leute, die kannst du ganz einfach nicht unter die Decke kehren. Die sind ganz einfach immer da, genauso wie jetzt verschiedene in der FDP, in der Union sagen. Hartz-IV-Empfänger sind zu faul zum Arbeiten. Ja, das sind einige. Das sind aber, sage ich jetzt mal, 0,5 bis 3%. Und das ist auch nachweislich in den Statistiken, die wo da so Sachen machen. Statistiken führen da, weil die brauchen sie in der Regierung auch immer wieder. Und nochmal, ich kann das auch selber, weil ich habe ja mit denen Leute Kontakte gehabt und auch teilweise immer nur Kontakte. Und man spricht ja auch mit den Leuten und die kommen ja auch rum. So. Also, alles in allem, ein paar sind immer dabei, die wo einfach nicht wollen. Und das gibt es auch in den Firmen, dass da immer ein paar dabei sein können, die wo ganz einfach nicht wollen. Aber naja, solange es ein, zwei, drei sind und je nachdem, wie groß das so eine Firma ist, entweder schmeißt es raus oder sie nimmt es halt mit. Aber die werden halt auch dann im untersten Sektor bleiben. Und damit hat sich das. Aber nochmal jetzt, das geht es schon so, dass man es sagen kann, wenn man da sich jetzt anstrengt und sagt, ja, ich will das machen und ich will bei euch mitarbeiten, und dann soll man die Chance auch wieder kriegen und auch wieder sagen, pass auf, ja, das ist prima, dass du jetzt kommst. Schauen wir, wie wir das weitermachen können. Und dann,
Ja, so ab wann bist du da, ab wann kannst du kommen, ab wann hast du Zeit? Und ich für mich, ich kann in der Regel sagen, nicht immer, weil zum Beispiel jetzt da habe ich Probleme wieder. Da muss man wieder operieren und zwar da drinnen, weil das Ding da, das ist ja, das tut alles irgendwie und das wird jetzt alles schlimmer, weil es ist jetzt schon im Frühjahr gewesen. Also das hat im März, glaube ich, hat das angefangen. Und da war ich auch beim Doktor. Da hat der mich in Sonnenstraße zu einer Fachärztin da geschickt. Da war ich zweimal, weil dann hat die mich nach Giesing rübergeschickt. Auch so ein Spezialröntgending. Und die hat mich wieder zurückgeschickt und dann hat mit dir wieder zur anderen in die Sendlinger Straße geschickt und das hat mich dann nach Hallach hinausgeschickt. Da hat man dann auch nochmal Untersuchungen gemacht und die haben dann festgestellt, ja, dass ich da jetzt wieder operiert werden muss, weil das nicht von der Wirbelsäule stammt, so wie es ursprünglich der Doktor, mein Hausarzt gemeint hat, sondern dass da drin operiert werden muss, dass man das Ding. Und jetzt habe ich da aber das große Problem, ich kann das jetzt schon operieren lassen. Bloß wenn jetzt dann der Gerichtsvollzieher kommt und ich nicht da bin, ich kann auch nicht zu meinem Bruder rausfahren, weil ich müsste und möchte gern meinem Bruder helfen, weil der braucht mich auch. Auch aus gesundheitlichen Gründen, auch wegen seinem Auge, auch wegen seinem Herz. Und ich möchte aufs Grab gehen, weil das Letzte, wo gestorben ist, war meine Mama. Und das wird jetzt auch 2,5 Jahre oder sind jetzt auch 2,5 Jahre, weil ein Tag vor Ostern, am Karsamstag, ist der gestorben, 22. Davor ist die Oma gestorben, nochmal davor ist der Vater gestorben und dann Mamas Geschwister, waren ja drei Stück, die sind schon während dem Zweiten Weltkrieg gestorben. Also die waren ja nur Kinder. Und vom Vater, den Opa habe ich nicht kennengelernt, vom Vater die Mutter nur im Ding, weil die war ja auch erstmal alt und krank. Und von der Oma, dem Opa habe ich auch nicht kennengelernt, der ist ja im Zweiten Weltkrieg dann gefallen und nicht mehr heimgekommen. So habe ich also nur die Oma. Und da muss ich sagen, die Oma hat uns Kinder, mein Bruder und mich, aufzogen und ich darf jetzt mal sagen, ja, gut aufzogen. Denn der Vater war Hilfsarbeiter und ist jeden Tag in die Arbeit gegangen, bis er dann gestorben ist mit 55 Jahren. Also 82 war das. 82. Und dann wächst Krebs und bei der Oma, ja, die wird dann bald 91 Jahre alt worden. Die hat dann kein Krebs nicht gehabt, aber ja, mei. Die hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet und die hat auch bis zu ihrem, kann ich sagen, bis zu ihrem Tod relativ gut ausgeschaut. Also für das, dass die damals wirklich haben arbeiten müssen und wirklich hart arbeiten müssen. Und wie gesagt, Oma ist auch zum Putzen gegangen, auch wo sie uns großzogen hat. Und ja, Mam war auch in der Fleischwerke Zimmermann. Die dürfte der eine oder andere von euch auch kennen. Hilfsarbeiter ein Leben lang gewesen, bis sie dann auch nicht mehr konnte, weil sie eben auch blind wurde und nichts mehr. Das war dann ein Vertrauensarzt. Den habe ich gemeint mit den Operationen und mit dem Hartz IV. Vertrauensarzt. Und da musste sie eben auch hingehen und so weiter und so fort. Naja, da hat halt das so seinen Lauf genommen und dann hat halt Mutter eben auch daheim gewesen und weil sie ja Ding, die Oma hat ja sowieso das ganze Ding alles geschmissen da, dann hat sie halt das gemacht, was die Oma gesagt hat. Also alles in allem, mein Bruder und ich, wir haben eine gute Kindheit gehabt, eine relativ gute Kindheit und ich bin halt dann rausgegangen. Und ich bin ja dann, wie gesagt, im Sommer 1980, im August 1980 nach München rein. Und in München habe ich ja dann meine Sache da bis heute.
Ich war in der Zwischenzeit aber in Hannover, in Braunschweig, in Nizza, in Singen. Also ich bin auch ein bisschen umeinander gekommen, ein halbes Jahr in Frankreich, in Nizza, aber die meiste Zeit da in Deutschland, in Hannover, Braunschweig, Singen und der Rest, die große restliche Zeit in München. Und auch immer wieder in Tannhausen draußen bei meinen Leuten, weil ich habe ja denen auch geholfen. Weil das ist einfach mal so, eine Familie muss eine Familie sein und in der Familie muss man zusammenhelfen. Und das ist das, was mir jetzt auch so wurmt. Weil nicht einmal jetzt, ich möchte so gern mit meinem Bruder besuchen und so weiter und ich möchte so gern aufs Grab gehen, aber mit der Sache, wo ich jetzt momentan wieder am Hals habe, ist das einfach nicht möglich. Ich will es also nicht alles immer wieder wiederholen, aber wir müssen das nochmal ein bisschen ausführlicher machen in einem anderen Video. Wahrscheinlich schon im nächsten Video, weil da weiß ich dann wieder ein bisschen mehr. Und ja, jetzt muss ich auch schauen, wie das andere alles in den Griff kriegen tue, weil ich will schauen, dass ich meine Zeit mit meinen 64 Jahren auch wieder hinbekomme, dass ich das Scheiß Bürgergeld wieder weg da kann. Weil jetzt komme ich nochmal auf die Regierung zurück. Die planen jetzt, dass sie da wieder was verschärfen, wo ja sowieso Schwachsinn ist. Ob das jetzt Hartz IV heißt oder Sozialhilfe heißt oder Bürgergeld. Wie gesagt, es sind schon immer ein paar dabei. Von 0,5 bis 3%. Weil dir wird es halt immer geben und da kannst du nur Gesetze regeln, wie du willst. Die bringst du nicht raus. Die sind da, die werden da bleiben, die bringst du nicht raus. Aber der große Teil, wo heute ein bisschen der, wo Sozialhilfeempfänger ist und so weiter. Die Jobbörse ist jetzt von der Isartalstraße weg. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls, sie sind weg. Und da ist die Großmarkthalle und die hat umgebaut und was da alles gemacht worden ist, die sind weg. Jetzt sind die Zielstadtstraße hinüber. Aber da hast du eine gewerbliche Arbeit gekriegt und da bist du am Morgen reingegangen und hast halt dann warten müssen und das, was dir gefallen hat, Hände hoch oder Arm hoch, und das waren ja immer mehrere, wo sich dafür, weil es ist in 2-, 3-, 4-Minuten-Takt immer wieder Leute aufgerufen worden, weil es wurden die an oder es sind eine Arbeitgeber oder Chefs mit den Autos kommen und das Büro. Den und den und den kann ich brauchen, so und so viel kann ich brauchen. Es gibt in der Stunde so und so viel. Damals waren es ja nur D-Mark. Ja, damals waren es nur D-Mark und so weiter und so. Und wie gesagt, die Jobbörse ist jetzt heute nicht mehr in der Isartalstraße, sondern in der Zielstadtstraße. Und so gibt es die auch in andere große Städte. Man hat es ja auch schon im Fernsehen gesehen. ZDF hat darüber berichtet, ARD hat darüber berichtet und ZDF hat sogar von München berichtet. Ja, genau, ZDF hat von München berichtet. Und Tagelöhner nennt man die Leute. Und je nachdem, ja, der eine Chef braucht es für ein paar Stunden, der andere braucht es für den ganzen Tag, der andere braucht es für mehrere Tage. Und da hast du in der Stunde eben nur D-Mark gekriegt. Und am Abend bist du ausgezahlt worden. Und so war es ja bei mir auch, also ich kann das ja sagen. Und wenn ich meine Operationen nicht hätte, so, und ich jetzt so also ein bisschen besser beieinander wäre, ich bin mir heute auch mit 64 nicht zu schön, dass ich die Arbeit nicht mache, weil das sind gewerbliche Arbeiten auf Baustellen oder am Straßenverkehr oder also du musst Hilfsarbeiter im gewerblichen Bereich machen und gerade als Hilfsarbeiter oder als Leiharbeiter von der Jobbörse, hey, du machst das, was die anderen nicht machen wollen. Und da gibt es jetzt auch wieder ein paar verschiedene Beispiele, weil auch von den Leuten, die wo in der Jobbörse drin sind, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die geben sich da richtig Mühe. Die geben sich da richtig Mühe und machen auch teilweise die gleiche Arbeit wie die Leute, wo in der Firma fest beschäftigt sind, als Gesellen oder Angestellte oder eben als Festangestellte. Ich habe auch so einen Fall gehabt bei der Firma Renner, Baufirma. Und ja,
An meinem Geburtstag bin ich dann in das Büro reingekommen und dann sage ich zu dem Renner, zu dem Michael, hör mal, kriege ich jetzt das so, geht es das so, werde ich bei euch fest übernommen, aber ich brauche jede Woche am Freitag mein Geld. Hat er mir auf der Baustelle draußen zwei, dreimal fest zugesagt. Ja, zwei, dreimal fest zugesagt. Aber im Büro drin hat die Frau Renner das Sagen gehabt. Und die hat dann gesagt, ja, wenn der fest angestellt ist, dann kriegt er wie alle anderen einmal im Monat sein Geld. Ja, das war für mich Ding, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch Schulden und dann zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch meine negative Schufa. So, also, und heute suche ich auch wieder Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich will im Service drin arbeiten und ich kann mit den Leuten reden. Das heißt also, egal ob ich jetzt im Edeka im Service drinnen bin oder im Schuhhaus im Service drinnen bin oder in einer Versicherung drinnen bin und verkaufen tue oder Immobilien verkaufen tue oder sonst irgendwas am Telefon die Aufgaben machen kann, am Computer kann ich arbeiten, kann teilweise programmieren und wie gesagt, ich will das jetzt noch besser kennen. Ich werde mir das Buch, aber wie gesagt, am allerbesten, ich schaue, dass ich so in VHS Kurs Volkshochschulkurs machen kann, weil ich brauche jemanden, der wo neben mir ist. Oder aber ich finde von euch einen, der wo sich meldet und der sagt, ja, Herbert, das kann ich machen und ich komme bei dir vorbei oder du kommst bei mir vorbei und dann schauen wir uns das an. Wie man das dann mit dem Geld macht, das weiß ich noch nicht genau, weil ich muss ja den Menschen dann wahrscheinlich auch zahlen. Und ja, wenn wir zu einer Ratensache oder zu einer Ratenbasis kommen müssen, oder vielleicht macht es auch so, dass er sagt, ja, pass auf, ich helfe dir jetzt und du helfst mir jetzt da. Das heißt also, ich lerne dir das und du hilfst mir bei meiner Firma, bei meiner Arbeit oder was der Kuckuck. Und es können auch Leute kommen, die, wo jetzt, sage ich jetzt einmal, in ihrem Haushalt was zu machen haben. Ich kann verschiedene Sachen, ich muss ja meinen Haushalt auch machen. Und ich kann kochen, ich kann backen und ich kann grillen. Ich kann Wäsche waschen, ich kann putzen und ich kann das machen. So wie es halt mit meinen Operationen geht. Aber ich kann Büroarbeiten machen oder ich kann auch für jemand einkaufen gehen oder was im Garten machen. Alles kein Thema nicht. Aber ich will ja gescheites Geld haben. Dafür am besten am selbigen Tag, aber man kann das auch andersweitig machen, entweder am Freitag, wenn ich, je nachdem, was ich halt für einen Job kriege, oder einmal im Monat, oder wie gesagt, ganz egal, aber ein gescheites Geld will ich wieder verdienen, so dass ich sagen kann, meine Bank, hey, das kriegt ihr jetzt wieder jeden Monat. Ich nehme auch einen Provisionsjob an. Aber lieber ist mir ein Job mit Festgehalt. Warum? Weil wenn man Festgehalt, da kann ich halt, auch wenn es nicht das große Geld ist, mit Provision meistens mehr verdienen durch. Ein Festgehalt jeden Monat, da kann ich halt zur Bank hingehen und kann sagen, so und so. Und das sieht ja dann die Bank auch den Lohn und den Arbeitsvertrag. Und dann sieht sie ja, kommt jeden Monat das und das rein. Bei der Provision, da kann auch jeden Monat das und das kommen. Ja, das kommt jetzt ganz drauf an. Hast du eine Provisionsarbeit, dir, wo du deinen Kundenstamm alleine aufbauen musst und mit Kaltakquise arbeiten durch? Das heißt also, du kriegst zu meiner Zeit, wo ich das kennengelernt habe, weil ich habe da auch schon gearbeitet. Und wie gesagt, ich habe da nicht ganz schlecht verdient. Aber du hast da auch Zeiten drin. Puh. Und da hast du auch mal ein paar Monate drin, da wo einfach nichts geht. Und dann kommst du auch kein Geld auf Bank. Und darum ist es auch bei mir so gewesen, dass ich halt eben heute eben nicht eine Rente beziehe oder eine Pension beziehe. Eine Pension, da wäre ich ja besser dran. Aber Rente beziehe. Da, wo ich jetzt sagen muss, das ist eine Erwerbsminderungsrente. Da kriege ich jetzt so und so viel und beim ARGE, beim Hartz IV kriege ich Bürgergeld, das ist auch so und so viel. Insgesamt
ein bisschen was über 500 Euro. Die Miete kriege ich natürlich auch. Und da ist es das Nächste, was ich jetzt auch noch mal sagen würde. Leute, so lang, bis ich sagen kann, ich habe was Festes. Ich brauche ein neues Apartment. Das hat den ganz einfachen Grund, weil, ja, im Februar werden es jetzt dann wieder 21 Jahre, am 4. Februar werden es jetzt dann 21 Jahre. Und mit 19 Jahren und 8 Monaten, da kam meine Vermieterin und wollte was und dann hat sie nichts Besseres zum Tun gehabt, ist zu ihrem Rechtsanwalt gelaufen und dem Rechtsanwalt, der Vermieter, von der Vermieterin, der Rechtsanwalt hatte nichts Besseres zum Tun, also im Januar, Februar 2023 dann so ein Schreiben gekommen ist, ja, so und so, und droht mir mit der Räumungsklage und die habe ich auch dann im August 2023 gehabt und die müsste jetzt seit März heraus sein, die müsste jetzt seit März heraus sein. Dann kommt die Arge daher, ja, dann bleibt es halt doch so lange da drinnen in der Wohnung, bis der Gerichtsvollzieher da kommt. Ich bin in der Sowohn, das ist Amt für Migration und Wohnen. Also da ist, da geht es aber auch mein Bereich mit drin, weil da muss ich, aber du musst denen auch das Ding da geben und du brauchst vom ARGE, vom Arbeits-, vom Sozialamt wieder die Bestätigung, dass die das auch übernehmen. Musst du nachmachen, du musst Kopien machen, du musst das machen. Hast aber kaum ein Geld, du verdienst kaum ein Geld und jetzt kommt ja das auch wieder. Wo ich gerade sage, dass das ein hurer Klump ist, weil wir in der Bürokratie versaufen. Da sind die Regeln, die sind so aufgebaut und werden immer mehr anstatt weniger. Und dass man da jetzt sagt, ja, pass auf, wir wissen jetzt das, wir haben den Bescheid vom Richter, das Urteil ist da, so und so lautet das. In dem Fall, du musst da raus und du musst eine andere Wohnung suchen, dass man da sagt, so, ja, da arbeiten wir jetzt zusammen, da helfen wir jetzt zusammen und wir machen da, dass du jetzt so schnell wie möglich Ding. Aber es sind jetzt mittlerweile, hat das ganze Ding Ewigkeit nicht funktioniert, da ich mich oft und lang beschwert habe drüber und dann endlich durch Zufall habe ich das so, wo da angerufen, dann kommt vom Serviceamt einer. Und der sagt dann, ja, pass auf, da rufst du die und die Nummer an, der hat dann auch angerufen und dann habe ich mit dem auch wieder, der hat dann gesagt, ja, pass auf, muss so und so machen und seitdem klappt es jetzt auch. Aber ich habe bis jetzt noch keine Wohnung nicht gekriegt. Und dann, ich brauche auch wieder eine Wohnung, sage ich jetzt mal, die, wo in der Größenordnung da ist. Aber ich nehme auch vorübergehend eine andere, die, wo ein bisschen kleiner ist. Vorübergehend ist, sage ich jetzt mal, maximal ein halbes Jahr. Aber dann brauche ich eine, die wo mehr hat wie 36 Quadratmeter, denn die hat 36 Quadratmeter und du siehst ja da hinter mir und ja, ich zeige euch das dann aber, ist nicht allzu viel. Also 40 Quadratmeter, 45 Quadratmeter und darüber hinaus, weil ich will ja meine Sachen auch noch machen und es sammelt sich ja alles an. So. Leute, ich darf jetzt nochmal sagen, wir sind jetzt bei 50 Minuten. Und ich habe jetzt auch noch ein bisschen was anderes vor. Ja, 16 Uhr und 3 Minuten haben wir jetzt da. Also, die 50 Minuten mehr oder weniger haben wir jetzt schon drinnen. Leute, schaut es an, tut es mir kommentieren, tut es mir Likes geben, tut es mir Berichte schreiben und das mir Follower geben. Und ja, Leute, ich brauche Arbeit, ich will ein Geld von euch. Und wenn ihr mir auch ein Geld geben tut, egal, 1, 2, 5, 10 Euro ist wenig, ich sage trotzdem Danke. Und wenn einer mehr gibt, dann ist es auch recht. Entweder gibt es mir dann oder aber sagt: Pass auf, wie schaut es denn aus? Kannst du mir monatlich wieder den Teil geben? Klar, selbstverständlich. Ich muss meine Rechnungen auch bezahlen, ich will das ja so und ich will, dass wenn mir jemand ein Geld gibt, dass er das auch wieder kriegt. Und aus diesem Grunde, damit ich jetzt mal unabhängig wieder wäre, weil es sind ein paar Leute da,
die wo mir wirklich helfen. Aber die kennen auch nicht, da kann ich auch nicht gehen und kann sagen, so, jetzt brauche ich wieder und so, jetzt brauche ich wieder und so, jetzt brauche ich wieder. Das ist halt einmal der Trigger, weil wenn man sich ja Geld leiht, ob der Eule das kann oder nicht kann, viel oder wenig hat, viel oder wenig gibt, ganz egal. Aber ich muss ihm das wieder geben und nur dann entsteht der Basis, nur dann entsteht der Vertrauen. Aber man kann das auch nicht uneingeschränkt machen. Drum ist für mich nach wie vor wichtig, dass ich wieder Arbeit habe. Dann sage ich, okay, ich will Kohle verdienen, ich will eine gescheite Kohle verdienen, alles wieder, weil das, was ich mit meiner Arbeit verdienen kann, das brauche ich schon nicht mehr zurückzahlen. Aber ich kann damit zur Bank gehen und kann sagen, so und so. Ich kann zur Versicherung gehen, sagen, so, das und das kann ich monatlich bezahlen. Ich kann zu den Stadtwerken gehen und kann sagen, ja, da sind meine Schulden, da habt ihr mein Konto, das ist, da könnt ihr wieder abbuchen, ohne dass storniert wird. Und so ist es jetzt auch bei dem 49-Euro-Ticket. Da habe ich jetzt auch das Problem und ich hoffe, dass ich das in die nächsten 2, 3 Monate noch hinkriegen kann, dass ich im Herbst zu meinem Geburtstag vielleicht das 49-Euro-Ticket wieder habe. Das wäre schön. Oder dass ich es überhaupt wieder kriege. Weil da gehe ich auch rein und der eine sagt so und der andere sagt so und der nächste sagt wieder anders. So, aber Leute, nochmal. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Auf gar keinen Fall. Aber ich habe die Bitte, gebt mir Geld oder gebt mir Arbeit oder wie auch immer oder beides, weil der eine so und der andere so. Ich mache mein Bestes und mit mir kommt ihr gut aus und dann werden wir das wieder hinkriegen. Und wenn ihr Arbeit habt, dann ist es sowieso besser. Ich mache meine Arbeit kontinuierlich, ich mache sie gut, das werdet ihr sehen. Und dann, ja, wie gesagt, wenn ihr Arbeit habt, dann kann ich sagen zur Bank, kann ich sagen zur Versicherung, kann ich sagen Stadtwerke, hey, da habt ihr das jetzt wieder, das könnt ihr abbuchen, das wird auch nicht mehr storniert, weil es ist egal, ob die Stadtsparkasse das ist oder eine andere Bank, die Raiffeisenbank oder ganz egal, welche Bank das ist, Commerzbank oder scheißegal. Jede Bank, bei der wo du ein Konto hast, und ich habe es jetzt bei der Raiffeisen und bei der Stadtsparkasse. Und Raiffeisen habe ich jetzt ein bisschen was über 2 Jahre. Ich sage euch dann auch noch warum. Und da habe ich einen Vorteil gehabt und bis heute noch. Und das könnte die Stadtsparkasse auch machen. Aber die hat das in den ganzen 20 Jahren, wo ich jetzt drin bin, nicht so gemacht. Weil ich das Hartz IV gehabt habe, weil ich negative Schufa-Einträge hatte, noch eine längere Zeit. Aber wie gesagt, jetzt habe ich ja circa 10 Jahre keine negativen Schufa-Einträge mehr und die will auch keine mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die will wieder eine Wohnung, wo ich nicht jeden Tag darauf warten muss, dass der Gerichtsvollzieher da antanzt. Ich kann ihm das zeigen, dass ich da schon rausgehen will, aber ja, die Arge, ja, dann bleibst du jetzt so lange da, bis der Gerichtsvollzieher kommt. Ja, hallo, das ist doch katastrophal. So, also, Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt muss ich noch ein paar andere Sachen machen, weil gerade kommt der Anruf rein. Und da wünsche ich euch einen schönen Tag. Und auch, ja, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, dass ihr und der eine oder andere eben Erfolg hat und ja, alles Mögliche. Also, Servus, pfiat euch und danke für eure Aufmerksamkeit und bitte meldet euch an meiner Adresse, die wo ihr findet, die wo ihr habt, in den Dinger drinnen, nochmal Herbert Horntrich und dann 0171 741 6361 oder E-Mail herberthorntrich@web.de und ihr könnt mich fragen und ihr kriegt dann meine Adresse, diese Adresse, wo ich jetzt noch habe und dann auch die neue, kein Problem, wenn ich die neue dann habe. Nochmal Herbert Horntrich 0171 741 6361 herberthorntrich@web.de und ich bin der Herbert Horntrich.
So, das sind keine Fake und das sind keine urheberrechtlichen Verletzungen, weil das bin ich, okay? Und das YouTube, vielleicht siehst du das auch, weil das andere Video hast du ja bereits schon aufgenommen, das kommt auch zu dir. So, und jetzt kommen dann die andere Sache, die wo ich auch noch machen muss. Und dann ja, zur Post muss ich auch noch gehen. Das ist das Nächste. Und ich hoffe, dass es nicht zum Regnen kommt. Ansonsten muss ich halt morgen zur Post gehen. Pfiat euch und Servus.